Hallihallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Let's Play Folge Planet Zoo hier auf meinem Kanal beim Ichwart. Wir sind zuletzt stehen geblieben in der letzten Folge. Folge 31 war das, da haben wir das Löwengehege gemacht und dann habe ich noch gesagt in der Folge, ich werde das vielleicht offscreen noch ein bisschen anpassen, noch ein bisschen hier und da. Und das habe ich jetzt gemacht, das zeige ich euch jetzt erstmal. So sieht das jetzt aus. Also, was habe ich denn genau gemacht? Also, ich bin hergegangen und habe hier den Weg, den wir hier vorne gebaut hatten schon, habe ich hier einen Abweg gemacht sozusagen, der hier nach oben geht mit einer Treppe. Und dann geht das über das Löwengehege hier drüber. Die Säulen habe ich schön verkleidet mit den Steinen, die wir auch hier drin im Löwengehege verwendet haben, dass das nicht auffällt hier, beziehungsweise dass es sich schön einpasst. Das war eigentlich die Intention dahinter. Ich kann auch mal kurz gucken, wie das jetzt eigentlich aussieht. Der Löwe hat hier schon was zerlegt. Wie das von den Gehmöglichkeiten des Löwen ausschaut. Das habe ich nämlich noch nicht angesehen. So, Gehege. Ja, der kommt hier hin. Der kommt da aber nicht mehr hoch. Warum auch immer. Keine Ahnung. Normalerweise sollte er hochkommen. Da müssen wir mal noch gucken. Er kommt da auf jeden Fall nach hinten. Aber warum kommt der hier nicht hoch? Normalerweise sollte der da hochkommen. Sekunde mal. Gucken wir mal kurz, dass wir das vielleicht ein bisschen hier anheben. Dass der da hochkommt. Er soll hier eigentlich schon hoch. Mal kurz gucken. Der soll hier hochklettern können. Das wäre schon cool. Gehege. Kommt der da jetzt hoch? Nein. Warum nicht? Der sollte da aber schon hoch können. Mal kurz gucken, ist das Ding hier zu hoch oder was ist da los? Mal kurz schauen. Das ein bisschen absenken und vielleicht den Stein hier ein bisschen absenken. Der kam doch da schon mal hoch, oder? Also, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir in einer Folge das schon mal angeguckt. Und da kam der da noch hoch. Oder sollte der da theoretisch noch hoch können? Und jetzt plötzlich nicht mehr? Hä? Warum? Vor allem, wo ist der Löwe jetzt? Moment, ich suche den mal. Hä, wo ist denn der? Ah, hier. Da ist der Rudo. Gucken wir mal nochmal. Jetzt kommt er hoch. Perfekt. Also, er kommt hier überall hoch. Kann hier wunderbar hier oben rumlaufen. Und die Gäste können von hier oben runterschauen. Das ist nämlich meine Idee gewesen, dass die hier mal über das krasse Gehege drüber schauen können. Genau, und dann geht das hier rüber und da. Und dann geht es hier wieder runter. Da habe ich es dann so gemacht, dass man hier so einen Weg hat, der sich da zuspitzt. Da fehlt noch ein Mülleimer, sehe ich gerade. Ja, und jetzt haben wir hier einen größeren Platz. Und hier Freiräume. Und bei dem größeren Platz, da würde ich gerne irgendwie Tische ranmachen, wo die Leute dann hier essen können und so. Irgendwie sowas habe ich mir überlegt. Und deswegen, ich lösche hier mal kurz den Weg. Ich muss hier mal kurz was anschauen. Weg, Rasterausrichtung und dann kann man hier auf... Ach, geht das hier nicht so einfach? Ach doch, Moment, Rasterausrichtung. Scharfe Ecken. Zack, 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 zack. So, dann haben wir hier nämlich scharfe Ecken. Und dann sieht das hier ein bisschen besser aus. In dem Fall. Ich will hier den Weg auch nicht weiterführen. Sondern hier sollen dann irgendwie Tische stehen oder so. Und da können wir auch direkt mal schauen, wie wir das machen. Wir können hier zum Beispiel ein paar Tische und Bänke hinstellen. Und da gibt es hier ostasiatische Picknickbank. Wie sieht die aus? Das ist sowas. Dann gibt es hier aber auch noch moderne und die finde ich ziemlich cool. Und die können wir hier einfach hinstellen, theoretisch. Ja, theoretisch können wir die hier einfach ranstellen. Das wäre doch ganz cool. Aber warum gehen die hier nicht? Naja, wir müssen die so ein bisschen wegstellen offensichtlich. Das machen wir ein bisschen so. Dann dupliziere ich die mal. Ja, okay.
Okay, das geht nicht so einfach. Ich dachte, man kann das wieder so duplizieren, dass man die einfach packen kann und dann eben verschieben. So einfach ist es dann offensichtlich doch nicht. Dann dupliziere ich es halt nochmal. So. Gut, dann haben wir das schon mal. Was ich dann noch machen könnte, das wäre sogar ziemlich cool. Lass mal kurz schauen. Bei Bau, da gab es doch irgendwie sowas, Mittelpunkte oder so ähnlich. Ja, Mittelpunkte hier. Und dann gibt es doch hier so sowas. Ja, nicht so das Ideale, was ich suche. Riesengeschenke, krass. Ein Arktispflanztopf. Ja, aber noch nicht so die krass großen. Vielleicht ist es auch eine blöde Idee mit dem großen Platz. Ich weiß es nicht so genau. Er ist schon sehr groß, der Platz. Und wäre vielleicht auch ein bisschen Verschwendung. Ich bin mir sehr unsicher. Komm, wir machen das mal erstmal wieder weg. Das ist jetzt auch nicht so tragisch, das wieder wegzumachen. Das fällt uns kein Zacken aus der Krone. So. Zack, haben wir das erstmal wieder weggemacht und dann gucken wir mal, wie wir das angehen. Vielleicht machen wir hier auch wieder ein Gehege ran oder so. Aber es ist auf jeden Fall schon mal cool angeschlossen, dass die Leute. Oh, ein Tier ist verstorben. Welches Tier ist denn verstorben? Oh, ein kleiner Panda ist verstorben. Alter Schwäche. Das soll der Tierarzt mal regeln. So. Dann machen wir doch mal lieber hier weiter. Dass sich das jetzt so ein bisschen gerade geändert hat, gehen wir doch mal her und machen hier mal ein bisschen weiter. Rasterausrichtung kann ich eigentlich ausmachen, beziehungsweise machen wir so. Dann mache ich wieder die runden Wege. Zack. Und dann führen wir das mal hier rum. So. Und jetzt könnten wir auch was Interessantes machen. Wir könnten einen Ausgang und einen Eingang auch auf der Seite platzieren für den Zug. Das wäre theoretisch möglich. Da müssen wir nur ein bisschen was an dem Gebäude hier verändern. Machen wir einfach mal das hier weg und das hier auch weg. So. Und dann können wir hier theoretisch, sollten wir hier noch einen Ausgang und einen Eingang platzieren können. Mal kurz gucken, wo wir das machen können. Ziehen, um Objekte hinzuzufügen. Es war die Hilfe, die brauche ich nicht. Ich brauche hier. Ach, muss ich das dafür schließen? Ja, ich muss es schließen. Schiene bearbeiten. Und dann gibt es hier Station. Links aus. Ach, das sind die Stationen, genau. Das sind halt. Ups. Das war blöd. So. Ja, okay, wir können das offensichtlich hier gar nicht machen. Ah, da müssen wir mal gucken, was wir da. Das ist eine sehr, sehr wurstelige Folge, sehe ich gerade. Was machen wir denn hier? Keine Ahnung. Wir können mal gucken, was eigentlich unsere Möglichkeiten bei den Löwen sind. Ein Weibchen aufnehmen. Ich hasse es. Ich kann. Es ist einfach ärgerlich. Ganz ehrlich. Es ist richtig, richtig ärgerlich. Da müssen wir mal kurz gucken. Was haben wir denn hier in den Gehegen drin? Dass wir mal ein paar Tiere rausschaffen. Was haben wir da drin? Ein Tier nur noch. Ein Wari. Und wo sind die? Sind die anderen alle gestorben? Gucken wir mal, Wari. Wo ist er denn? Wie heißt er denn eigentlich? Ist das ein roter Wari? Roter Wari? Roter Wari, hier. Mal gucken, wir haben ein Weibchen, wir brauchen ein Männchen. Was können die so? Idealerweise brauchen wir was, was gut schwängern kann und idealerweise vielleicht auch. Ja, ein goldener wäre nicht schlecht, ne? Tierattraktivität, genetischer Rang, Gold. Filtern.
Schauen wir mal, da gibt es auf jeden Fall einige. Die kosten halt alle wieder eine Menge Geld. Der sieht gut aus. Fruchtbarkeitsgen sieht gut aus. Der ist gut, den nehme ich. Verlegen. Hier, ich glaube, wir sollten mal gucken, dass unsere Gehege alle wieder voll sind. Das wäre auf jeden Fall mal eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Verlegen. Habe ich schon verlegt, oder? Also manchmal klappt das Drücken auf die Knöpfe hier überhaupt nicht. Also da würde ich echt sagen, muss Frontier noch ganz schön dran arbeiten, weil das ist Kacke. Oh, und Männchen und vier Weibchen. Naja, drei Weibchen meine ich. Aber das sind, glaube ich, Töchterchen von dem. Wir müssen. Das ist ein älteres hier. Das, das und das ins Handelszentrum einlagern. Zack. Tierhandel. Die hier abgeben. Tiere werden für den Rest ihrer Tage in ein Tier abbrechen. Nein, das will ich nicht. Verlegen hier rein. Ich will nicht, dass die in ein Tierhospiz kommt. Das finde ich scheiße. So, die lasse ich mal frei. Schaut ihr, ich drücke 10 Mal auf den Knopf, bis das funktioniert. Und hier steht halt echt ein krasser PC und trotzdem. Ach, ist einfach sehr, sehr ärgerlich. So. Dann holen wir mal noch einen neuen afrikanischen Wildhund. Wir kümmern uns heute mal ein bisschen um die Gehege. Das ist, glaube ich, eine gute Idee, dass wir mal hier wieder neue Kinder kriegen können. Afrikanischer Wildhund. Gucken wir mal, ein Weibchen könnten wir brauchen. So, filtern. Ah ja, kein Weibchen da. Kein Weibchen afrikanischer Wild. Das kann ich fast nicht glauben. Das kann ich wirklich fast gar nicht glauben, dass es keinen afrikanischen Wildhund gibt. Vor allem, ich habe jetzt sogar die Geschlechter ausgemacht. Das kann ich nicht glauben. Jede Tierart. Filtern. Ach so, wir sind. Ach, ich Depp. So, Entschuldigung. Hier, Wari. Afrikanischer Wildhund. Filtern. So. Da hätten wir einige. Einige, die nicht ganz so billig sind, sehe ich gerade. Preis aufsteigend. Hier hätten wir ein Weibchen. Nicht mehr gerade das Jüngste, aber aufnehmen. Verlegen. Da rein. Vielleicht hätte ich doch meine Weibchen verkaufen sollen, sehe ich gerade. Es war vielleicht nicht so schlau, die abzugeben. Die scheinen ziemlich gut zu gehen. Was haben wir hier drin? Aktuell. Hier. Afrikanische Straußen haben wir zwei, das ist okay. Davon haben wir auch drei, das ist okay. Katas haben wir gerade nur einen, weil da ist das Weibchen richtig, richtig teuer. Hier haben wir gerade vier. Warane haben wir vier, das ist gut. Da gucken wir mal kurz auf die Altersspanne. Das sind zwei Jungtiere, sehr gut. Das ist ein männliches und ein weibliches. Die können wir dann auch verkaufen demnächst. Was haben wir hier drin? Oh, ziemlich viele Männchen. Ups. Ein Weibchen haben wir aber nicht. Ja, das ist nicht so gut. Älteres Tier, älteres Tier, älteres Tier. Lauter ältere Tiere, die werden bald alle sterben. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Die werden dann auch wieder richtig teuer. Dann haben wir hier die Gürteltiere, das sind auch ältere Tiere, verdammt. Also wir müssen uns dringend mehr um Nachwuchs kümmern und so. Das wäre echt wichtig. Ansonsten haben wir hier. Oh, der paart sich bald nochmal sehr gut. Ansonsten haben wir halt hier bald ein Problem, dass wir einfach keine Tiere mehr haben und das wäre halt ziemlich kacke. Jetzt gucke ich mal kurz, was wir im Tierhandel uns besorgen können, was keine Punkte kostet hier, also keine. Arterhaltungspunkte, das wäre mal ganz cool. Bargeldverzeichnis. Filtern. Und vielleicht auch irgendwas, was ja vielleicht nicht ganz so billig ist oder so. Das wäre ich auch. Wäre völlig okay für mich.
Tierattraktivität alle. Das ist dann in dem Fall egal. Ja, Filter ist halt bitte. So, jetzt. Was haben wir denn da hier? Ein Mandrill, das ist ein Affe. Ein Leistenkrokodil, eine Tüpfelhyäne. Eine Tüpfelhyäne? Affen. Ein Polarwolf. Also Tüpfelhyäne gefällt mir irgendwie. Die nehme ich auf. Nehme ich auf, habe ich gesagt. So, erfolgreich. Verlege ich hier rein. Tierhandel, da machen wir hier erstmal ein Tüpfelhyänengehege. Das kommt, glaube ich, ganz gut. So, haben wir hier noch eine Tüpfelhyäne? Hier, Tüpfelhyäne. Die sind halt für die Zucht echt nicht so geeignet. Wobei, der geht eigentlich. So. Habe ich den jetzt aufgenommen oder nicht? Nee. Dachte, ich hätte den gerade aufgenommen. War das der oder der andere? Das war der, oder? Gucken wir nochmal. Ja, das war der. Aufnehmen. Sehr gut. Verlegen. Hier rein. Ich glaube, das Gehege müsste auch reichen für die Tüpfelhyänen. Gucken wir mal. Ich springe mal kurz ein bisschen vor. Damit wir hier was sehen, wenn wir das Gehege ein bisschen bearbeiten. Zack. So. Jetzt können wir das Gehege ein bisschen verändern. Wie schaut es aus? Größe reicht. Das ist gut. Ganz knapp. Also relativ knapp. Das reicht aber auf jeden Fall. Zu viel langes Gras, zu wenig kurzes Gras. Das verändern wir. Machen wir hier einfach viel mehr kurzes Gras. Zack. So. Und Erde brauchen sie auch noch ein bisschen. Dann machen wir hier vor allem am Eingang so ein bisschen. Und nach hinten in ihren Schutzraum. Und dann hier so ein bisschen. So, und dann haben die hier auch genug Erde. So. Dann brauchen wir noch einen stabilen Rückzugsort. Das kriege ich hin. Da gucken wir mal. Art Tüpfelhyäne. So. Und da wir jetzt neue Rückzugsorte bauen können, will ich auch mal so einen neuen Rückzugsort einfach mal hier reinbauen. Da können wir den hier nehmen. Oder wir nehmen einen langen wieder, oder? Ja, ich glaube, so ein langer ist cooler. Ja. Nehmen wir den langen hier. Zack. Dann können wir das Gehege bearbeiten. Wir machen das mal ein bisschen größer. Ich mag das nämlich nicht, wenn das Dach so drüber steht. Das finde ich immer so ein bisschen uncool. Hier. Ich will das irgendwo angreifen können. Hier kann ich es packen. So. Also ein bisschen höher. Von mir auf 92 ist okay. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir vielleicht das bei den Wildhunden auch noch ein bisschen anpassen, weil das sieht jetzt krumm aus. Und für die Wildhunde schadet das auf jeden Fall auch nicht, wenn wir das ein bisschen verlängern bzw. größer machen. Packen wir auch das auf 92 Höhe. Und jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir das hier anpassen. 92. So, jetzt sollte es passen. Einwandfrei. Dann haben wir das auf jeden Fall mal angepasst. Dann verschwindet der stabile Zugsort hier hinten so ein bisschen. Da gehe ich dann auch direkt mal her und packe hier Schlafmöglichkeiten rein. Zack. Mal direkt zwei drin. Dann haben wir ein Essenstablett groß. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das können wir irgendwo hier vor die Mitte setzen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ah, wobei, das sind die ganzen Fressstände. Ah, schwierig. Ja, komm, wir machen das hier hin. Zack. Dann brauchen wir noch einen Brunnen. Den machen wir hier hin. Zack.
Dann noch so ein bisschen Spielzeug, so ein Zebra wird da gerne mal gerissen. Dann vielleicht sowas, was so für Abkühlung sorgt. Hier vielleicht so ein Rotationsfutterspender, das können wir eventuell hier hinpacken. Dann haben wir noch ein Kauspielzeug und einen Ball kriegen sie auch noch. Zack, dann haben sie da genug Spielzeug. Hier vielleicht noch so ein Futterspender, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. So. Und jetzt müssen wir nur noch die Barriere bearbeiten hier und machen das da und das da. Beides oder nur die beiden? Ich glaube nur die beiden. Machen wir zu Einwegspiegeln. Die drei hier machen wir auch zu Einwegspiegeln. Dann haben wir hier noch mal drei. Auch die machen wir zu Einwegspiegeln. Welche zwei dazwischen? Na ja, komm, ich mach den hier. Und die drei machen wir auch noch zu Einwegspiegeln. Also jetzt haben wir echt hier viele Fenster, wo die durchschauen können, die Leute. Aber Einwegspiegel sind halt wichtig, dass die sich nicht so gestört fühlen. Ihr wisst ja, wie es ist. So können die nämlich nicht nach draußen schauen. Aber sind das jetzt... Die sind falsch rum, Leute. Die sind falsch rum. Hä, warum sind die falsch rum? Das ist doch ärger... Hä? Warum sind die falsch rum? Das ist aber ärgerlich. Die dürfen nicht falsch rum sein eigentlich. Sind die jetzt richtig rum? Nein. Ach, das ist... Ich sehe schon, warum das so ist. Das ist, weil wir das direkt an das andere Gehege angebaut haben. Das nenne ich einen Bug. Das scheint ein Bug zu sein. Ein bisschen ein ärgerlicher Bug. Das muss nicht unbedingt sein, aber naja, wir haben einen Bug. Wir haben einen gefunden. Also, wenn ihr es seht, Frontier, das ist ein Bug. Das muss behoben werden. So. Glas. Dann gehe ich lieber her und mache hier so ein bisschen Pflanzen und so, dann sehen die da auch nicht mehr rein. Dann gucken wir mal. Tüpfelhyäne, was braucht die für Pflanzen? Beziehungsweise ist der stabile Rückzugsort jetzt gegeben? Ja. Ist das Pflanzen? Braucht die eigentlich gar nicht, aber Biome, Graslandschaft, da kriegen wir auf jeden Fall noch was hin. Da Biom, Graslandschaft. Zack, hier. Und dann gucken wir mal, was wir da alles hinsetzen können. Hier können wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass hier niemand mehr reinschauen kann. So, dann fühlen die sich hier auf jeden Fall schon viel, viel wohler. Zack, dann sorge ich hier noch für ein paar Pflanzen. So. Dann können wir hier noch für ein paar Pflanzen sorgen. Und natürlich, oh, da müssen wir das Tablett ein bisschen verschieben. Wahrscheinlich eher hier hin. Ups, nein, stopp. Wahrscheinlich eher so ein bisschen in diese Richtung. Hier hin. Zack. Genau, dann haben wir hier ein paar Pflanzen. Dann brauchen wir noch ein paar Pflanzen dort. Hier einen kleinen Baum. Und hier einen etwas größeren Baum. Und dann haben wir hier vielleicht noch so ein bisschen Gräser. Hier hinten noch so einen goldenen Baum. Dann hier vielleicht noch so ein paar goldene Pflanzen. Zack, zack. Zack. Und dann vielleicht noch vereinzelt so ein paar Gräser. Dann sollte es eigentlich erstmal passen. Das ist jetzt nicht das schönste Gehege, was wir hier im Zoo haben, aber es ist was Neues. So. Und dann haben wir hier auch wieder für ein bisschen, ja, ein bisschen neue Zoo-Atmosphäre gesorgt. Das war auf jeden Fall wichtig. Gucken wir mal, kann ich hier vielleicht noch so ein bisschen zumachen hier. Ja, das kriege ich hin. So, ja, ich glaube, das ist ganz okay. Jetzt gucken wir mal, ob die sich da auch wohlfühlen. Gehen hier auf Play. Pflanzen, ja, ein paar sind drin, die ist hier. Ach komm, entfernen. Entfernen, ist okay. Können wir die so ein bisschen fernhalten? So, den da will ich gerne verschieben. Hier hin.
So. Und den hier auch so ein bisschen verschieben. Hier hin. So, dann können die hier überall langlaufen, aber sind so ein bisschen abgeschirmt. So kann man das auf jeden Fall machen. Jetzt gucken wir mal, wie das vom Laufen her ist für die Hyänen. Ob die überall hinkommen. Ja, die kommen da auch hin. Zu ihrem Rückzugsort. Perfekt. Die Leute können von hier aus nicht in den Rückzugsort reinschauen. Von hier aus schon so ein bisschen, aber eher weniger. Ja, ich glaube, das ist ganz gut so. Ich glaube, das passt. Wir könnten das natürlich noch ein bisschen optimieren, indem wir herkommen. Wir optimieren das noch ein bisschen. Schieb das mal so ein bisschen raus. Und verlängern das mal so. Und hier machen wir von den Pflanzen her noch mal ein bisschen was anderes. Dann nehmen wir die hier. Duplizieren das mal. So. Und so. Haben wir hier noch für ein bisschen unterschiedliche Pflanzen gesorgt. Ich glaube, das passt so. Also es ist, wie gesagt, nicht das aller schönste Gehege, was wir hier im Zoo momentan haben, aber es ist ein neues Gehege und es sind neue Tiere, die wir haben. Tüpfelhyänen. Gucken sie auch mal an. Hier, die sehen echt cool aus. Und denen passt ihr Gehege super. Alpha-Frauchen, Alpha-Männchen. Haben wir jetzt schon gefunden. Hier liegt die rum im hohen Gras. Also das ist das Männchen. Ist aber noch kein Alpha, aber ein Männchen. Wie sieht es eigentlich von der sozialen Gruppe her aus? Könnt ihr mir das mal kurz ein bisschen sagen? Sehr gut. Gehege, was passt hier nicht? Stabiler Rückzugsort. Hä? Der ist nicht da. Es gibt zu wenig Rückzugsorte für alle Tiere. Ach, warte mal, muss ich vielleicht... Das könnte natürlich sein. Muss ich das hier so ein bisschen nach unten bewegen? Kann denn das sein? Ach ja, das könnte sogar sein. Ach, ärgerlich. Da machen wir... Moment mal, da kümmere ich mich gleich drum. Sekunde. Basic Shelter. Ja, das passt schon. Gehege. Stabiler Rückzugsort. Einfach doppelt. So. Muss ich den hier so nach unten packen? Kann es sein? Dass es erst jetzt funktioniert. Und dann können wir auf Gehege gehen und auf Schlafmöglichkeit mittel, Schlafmöglichkeit groß. So, dass das jetzt funktioniert. Also ich hoffe es zumindest. Na? Ja, ein stabiler Rückzugsort. Es gibt genügend Rückzugsorte für alle Tiere. Ah ja, hier haben wir altersschwache Tiere. Das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Ah, ich hasse es, wenn die sterben. Ja. Jetzt können wir hier zwei Tiere verstorben. Da kümmere ich mich gleich drum. So, ziehe ich mal noch so ein bisschen. So, jetzt sollte es ganz gut aussehen. Schauen wir mal, ist es noch anerkannt als stabiler Rückzugsort? Ja, ist es. Sehr gut. 87%. Sehr cool. Das heißt, wir haben hier neue Tiere. Zwei Tiere sind wieder gestorben, das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist zum einen das hier und zum anderen ist es ein Panda. So, der soll das wegräumen. Ist ein bisschen ärgerlich. Ich hasse das, aber eigentlich wollte Frontier das nicht rauspatchen? Wollte Frontier nicht sagen, ja, ist vielleicht doch uncool, dass Tiere die ganze Zeit hier sterben. Wir wollen das nicht mehr. War mir da nicht so? Irgendwas war doch da. Ich bin mir jetzt aber gerade ganz, ganz unsicher. Wenn ihr das wisst, könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Irgendwas war da auf jeden Fall. Oder ich suche es mal und sage euch das in der nächsten Folge, was ich meine. Jetzt gehen wir mal her und machen hier wieder die ganzen Fernseher hin. Und packen hier mal direkt Tüpfelhyäne. Tüpfelhyäne. Da müssten wir auch gleich noch, bevor ich die Folge beende, wieder Spendenkästen hinmachen. Tüpfelhyäne, Tüpfelhyäne.
den Leuten das gefällt, dann sollen die gefälligst auch was spenden. Tüpfelhyäne. Und hier der letzte Fernseher auch noch Tüpfelhyäne. So, und dann brauchen wir hier nur noch die Spendenkisten. Da haben wir zum einen hier eine. Dann haben wir hier eine. Dann machen wir hier eine. Machen da eine. Und natürlich hier drüben eine. Zack. So, jetzt haben wir genug Spendenkisten hier hingestellt. Wie schaut's aus von den Finanzen? Wir machen gut Plus, das passt. 418.000 haben wir mittlerweile. Da können wir noch einiges machen. Und wir haben natürlich, und das gefällt mir sehr gut, wieder ein neues Gehege und ein neues Tier in unserem Zoo. Das Gehege ist cool. Wir müssen die nächsten Folgen aber unbedingt darauf achten, dass wir die altersschwachen Tiere so ein bisschen, ich nenne es mal nicht ersetzen, sondern uns darum kümmern, dass der Nachwuchs da ist. Ansonsten haben wir nämlich bald ein Problem. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert und natürlich auch die Glocke aktiviert. Das wäre super cool. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Planet Zoo. Bis dann. Over and out. Ciao, Leute.